Hallo Markus, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns das deine Interview zu drehen. Und ich hätte da ein paar kleine Fragen. Man findet immer mehr Moringa-Produkte. Worin unterscheidet sich die Qualität vom Moringa-Garten und von anderen Anbietern? Ja, Qualitätsunterschiede gibt es im Prinzip bei allen möglichen Lebensmitteln. Ob das frische Ware ist, getrocknete Ware, zum Beispiel jetzt hier in der Moringa. Wichtig ist, dass man eigentlich auch mal begreift, was eigentlich Qualität bedeutet. Man kann von sich selbst ausgehen, was zum Beispiel auch die Lebensqualität für jemand ist. Viele Leute denken sich einfach nur, es ist einfach so, dass man ins Alter kommt mit viel Gesundheit, dass man im Prinzip eigentlich auch unabhängig bleibt, also dass man irgendwie auch nicht bettlägerig wird, dass man im Prinzip sein Leben genießen kann bis zum letzten Atemzug. Dazu gehört natürlich auch das finanzielle Mittel, dass einem gut geht. Und eigentlich auch ein wichtiger Punkt ist auch dieses soziale Umfeld, das man hat, dass das auch stimmt, dass auch die Familie passt. Also im Prinzip alle diese Probleme, die man eigentlich hat im Leben oder haben kann im Leben, Arbeit, Familie, Beziehung, dass es eigentlich harmonisch abläuft mit Gesundheit, ja, bis zum Schluss. Und das ist eigentlich sowas, was eigentlich Lebensqualität ist. Das kann man eigentlich eins zu eins übertragen, eigentlich auch auf die Lebensmittel. Ja. Lebensmittel ist nicht immer ein Lebensmittel. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wir heutzutage eigentlich fast keine Lebensmittel mehr zu uns nehmen, sondern eigentlich nur noch Nahrungsmittel. Das sind wie so eine Art Füllstoffe, die eigentlich nur noch Kalorien haben, aber dem Körper eigentlich, also den Zellen eigentlich keine Energie mehr bereitstellen, die der Körper eigentlich auch wirklich braucht. Bei den Energien haben wir sie eben nicht nur um Nährstoffe wie Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, sondern wir brauchen viel, viel mehr, dass unser Immunsystem funktioniert, dass unsere Enzyme funktionieren im Körper, dass unser Verdauungsapparat richtig funktioniert, dass einfach auch dieser Blutfluss funktioniert. Die Aufnahme der Stoffe, dazu braucht man eben auch Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitalstoffe, ja, auch dass unser ganzes Immunsystem eigentlich wieder passt. Und zum Beispiel herauszuheben bei der Moringa sind zum Beispiel diese Aminosäuren. Es kommen nach unseren neuesten Analysen in der Moringa nicht 18 der 20 überhaupt existierenden Aminosäuren vor, sondern es sind wirklich 20 der überhaupt 20 existierenden Aminosäuren, sprich alle. Und diese Aminosäuren sind deswegen so wichtig und die hebe ich eigentlich auch deswegen immer hervor, weil Aminosäuren einfach überall mit eingreifen. Wir brauchen Aminosäuren, um Proteine, also Muskelmasse aufzubauen, also auch diese Regeneration, nicht nur die außenzelluläre Zellen, die man sieht, sondern auch zum Beispiel das Darmgewebe wird erneuert. Auch innerlich haben wir immer eine Renovation der Zellen und die müssen aufgebaut werden aus Aminosäuren. Wenn eine Aminosäure fehlt, um so eine komplexe Struktur aufzubauen, kann diese komplette Struktur nicht aufgebaut werden und wird einfach wieder abgebaut und eventuell sogar dann auch noch verstoffwechselt zu Fetten oder Kohlenhydraten. Also aus den Aminosäuren wird eigentlich dann gar nicht mehr das gemacht, was eigentlich, wofür sie eigentlich bestimmt sind. Wenn eine wichtige fehlt, kann der ganze Apparat nicht funktionieren. Ganz wichtig zum Beispiel Proteine, wo vorkommen auch sind die Immunoglobine, also unser Immunsystem funktioniert auf Basis auch von Proteinen und damit logischerweise auch auf Basis von den kleinsten Bausteinen, das sind eben diese Aminosäuren. Welche Inhaltsstoffe kann man bei Moringa eigentlich noch hervorrufen? Ja, Moringa, wie eben die benannten Aminosäuren sind sehr, sehr wichtig, aber danach sind natürlich noch ganz, ganz wichtig diese ganzen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Da kommen dazu einfach die Polyphenole, auch die Antioxidantien sind sehr, sehr wichtig, also Vitamin A, C, E. Ne? Es kommen Salvestrole dazu, das sind Phytohormone, das sind hormonähnliche Substanzen, die auch diesen Effekt auf den Körper haben, dass sie dieses wie sie einen Ansporn, den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, für den Körper liefern.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Spurenelemente. Wir haben ein sehr, sehr spurenelementarme Lebensmittel mittlerweile auf dem Markt. Ja. Auch mineralstoffarme Lebensmittel. Diese ganzen Substanzen und die ganzen Inhaltsstoffe kommen eigentlich in Moringa vor, in einer optimalen Zusammenstellung. Man kann sich auch diese auf der Webseite bei uns unter Info angucken. Wir haben ja eine ganze Liste auch mit den ganzen Polyphenolen, mit Einzelanalysen und einzelnen Werten, auch mit Mengenangaben. Was ist der Unterschied zu Moringa vom Moringa-Garten? Ja, also beim Moringa-Garten haben wir eigentlich ein eigenes Qualitätsmanagement. Und im Vergleich zu anderen Produzenten haben wir eigentlich diese komplette Produktion vom Anbau bis zur Verpackung unter einem Dach. Ne? Das heißt, wir wissen, wo die Samen her sind, das sind unsere eigenen Samen. Wir bauen die an nach unseren Richtlinien, viel strengere ökologische Landwirtschaft. Wir behandeln unsere Mitarbeiter gut. Wir wollen auch, dass diese Energie, diese positive Energie in die Pflanze mit übergeht. Wir haben faire Arbeitslöhne, wir haben zufriedene Arbeiter, ist ganz, ganz wichtig für uns auch, ja, dass dieses Umfeld auch stimmt, diese positive Energie mit ins Produkt reinzukriegen. Wir haben diese patentierte, schonendste Trocknungsverfahren mit einem Management, dieser Schnitt, also wenn die Pflanze geschnitten wird, dass sie in kürzester Zeit auch im Ofen landet und dann sofort der Trocknungsprozess stattfindet. Ja. Also dieses Dehydrierungsverfahren ist sehr, sehr ausgefeilt. Ja. Wir haben eine Kooperation mit Universitäten, Instituten und haben eine ständige Qualitätskontrolle und lassen auch ständig die Moringas auf Stoffe analysieren, die wir eigentlich gar nicht müssten. Ja. Also es ist keine Vorschrift, sondern wir haben eigentlich auch deswegen das Interesse, das zu analysieren, weil wir so wahnsinnig viel Rückmeldungen bekommen von der Wirkung von Moringa auf den Körper, dass uns das selber so erstaunt, dass wir immer wieder neu am Forschen sind, woran kann das eigentlich liegen. Ja? Also wir wissen, dass wir eine wahnsinnig gute Qualität haben und ich habe da auch jetzt Analysen anstreben lassen und zwar, ich habe jetzt unser Teneriffa Moringa mal mit zwei verschiedenen indischen, also Ursprungsland Indien, verglichen. Und es zum Beispiel, es gibt da die Koloniezahlen, die aeroben mesophile Kolonienzahlen, die sind in der Riffe bei 60. Also sie gibt es, die sind ubiquitär, also überall vorhanden, also überall sind Schimmelpilze, irgendwelche Keime, das ist ganz normal, das ist ein Naturprodukt, das wird da auch nicht großartig erhitzt, ja, das ist ganz normal, dass auch in Teneriffa Moringa irgendwas drin ist, ja, wir reden hier von Natur, aber zum Beispiel, wir haben einen Wert von 60, in den anderen Pulvern, die ich untersucht habe, lassen 55.000, also das Tausendfache und sogar 590.000, also das Hunderttausendfache. Und das ist natürlich, das Zehntausendfache, Entschuldigung, das ist natürlich schon ein extremer Unterschied. Und zwar auch zum Beispiel Schimmelpilzbelastung, ich will jetzt nicht auf alle eingehen, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel 400 und andere Pulver haben 5.000 und das nächste hatte schon 32.000. Wichtig ist es zu benennen, dass sogar die anderen Pulver auf dem Markt sind. Das ist erlaubt. Moringa ist eingestuft, also ein Gewürz auch. Ja, da gibt es ganz andere Vorschriften und im Prinzip kann man mit diesen Werten, die für mich sehr, sehr grenzwertig sind, gibt es Produkte, die auf dem Markt sind. Aber ob dieser Gesundheitseffekt wirklich auch der dann ist, den Moringa haben soll, kann ich bezweifeln. Ich kann auch das jetzt mal kurz erklären anhand von Beispielen. Das ist zum Beispiel ein Pulver, das es gibt, das ist Moringa, das es auf dem Markt gibt. Das ist ein nächstes Pulver, das sieht man zum Beispiel, das ist schon wieder klumpriger. Ja? Und
Der Nachteil einfach ist daran die Verarbeitung. Ja? Also man muss eine richtige Verarbeitung haben, man muss ein richtiges Qualitätsmanagement dahinter haben, damit es auch passt. Wenn man dran riecht, es riecht wirklich so leicht salzig, leicht fischig, das riecht schon fast nach gar nichts, eigentlich nur noch nach Heu. Im Prinzip, die Menschen, die Moringa kaufen, haben damit ja auch irgendwas vor. Die erwarten sich was von dem Produkt und wollen, dass das Produkt eigentlich auch eine Wirkung hat auf sie. Ja? Also zumindest, dass sie ihre Vitalstoffe, Mineralstoffe, alles zuführen. Ja? Was bei solchen Produkten passiert, ist zum Beispiel, dass die Enzymaktivität, der Abbau, was Enzyme einleiten von einem Pflanzenmaterial, noch stattfindet, weil einfach die nicht runtergetrocknet sind auf Minimum, wo dann einfach das gebremst wird. Ja? Und dazu kommt noch einfach, dass dann auch durch diese Feuchtigkeit, durch die Enzymaktivitäten, die dann ständig, ein ständiger Verfall eigentlich da drin stattfindet, ja, werden zum Beispiel wieder diese Aminosäuren desaminiert, das heißt, die Aminosäure, Rest wird abgespalten und deswegen riechen die auch teilweise teils fischig, teils salzig. Also man riecht es auch. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem Pulver von unseren und ich glaube, man sieht dann auch irgendwie den Unterschied. Ja? Also das ist völlig körnig, das ist keine Klumpen drin, ja. Man sieht also wirklich dann wirklich, ich kann das wirklich auch mal daneben schütten, damit man das auch mal richtig sieht. Und Moringa, das ist Blattpulver, unser Blattpulver, das riecht, das ist scharf, das ist grün, das riecht gut, das ist frisch und es ist auch streufähig, ja? Also das verklumpt auch nicht. Ja? Das heißt einfach, man muss den optimalen Grad an Restfeuchte im Produkt erreichen, damit es auch konstant und gut bleibt. Wichtig ist schon auch zu benennen, dass wir zum Beispiel auch in einer Welt leben, in der Kontamination eigentlich jetzt schon fast normal ist. Ja? Also wir haben jetzt in neuester Zeit, das ist natürlich auch ganz, ganz extrem, zum Beispiel Elektrosmog, zum Beispiel durch Mobiltelefone, ja? Durch Funkfernsehen, durch Satellitenempfang. Wir haben die Sonneneinstrahlungen, wir haben diese radioaktiven Einstrahlungen, wir haben die Erdstrahlungen, wir haben das Rauchen, wir haben die schlechte Ernährung. Wir haben also wahnsinnig viele Faktoren, die auf uns einwirken, auf unseren Körper negativ einwirken. Und wir brauchen unbedingt Lebensmittel, die auch wirklich Leben beinhalten, ja, die vollwertig sind, die wir uns die richtigen Vitalstoffe und Nährstoffe wieder zurückgeben. Ja. Damit wir einfach auch gefeilt sind auf diese Angriffe, diese ja auch oft benannten freien Radikale, ja, die natürlich dann auch Verursacher sind für verschiedenste Krankheiten, Krebs, Atherosklerose, Herzinsuffizienz, Insuffizienz, also die verschiedensten Krankheiten, die daraus entstehen können, ja, ist einfach, weil der Körper dann nicht mehr klarkommt mit diesen ganzen Attacken, die auf uns einwirken. Ja. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben auf Lebensmittel zurückgreifen, am besten natürlich frische, ökologische Lebensmittel. Vielen Dank für die aufschlussreiche Information und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, gerne wieder. Wie gesagt, Moringa hat ein tolles Lebensmittel. Wer es noch nicht kennt, sollte es ausprobieren. Und ganz, ganz wichtig, schaut auf die Qualität. Es gibt immer verschiedene Qualitäten, auch in anderen Lebensmitteln. Versucht auch die Welt, was der Moringa-Garten bewirken will, auch ein bisschen fairer zu machen, versucht ökologische Lebensmittel einzubauen. Das ist nämlich auch diese Qualität vom Moringa-Garten, die wir eigentlich so im Background laufen haben, dass wir mit dem Moringa-Garten eigentlich auch was bewirken wollen. Und zwar, dass die Welt ein bisschen gerechter, fairer wird, auch wieder ökologischer, damit wir auch unseren Kindern eigentlich auch mal wieder sagen können, ich gebe dir diese Welt, hab Spaß. Und nicht zu sagen, das ist das, was wir dir übergeben. Versuch, irgendwie über die Runden zu kommen.